Herzlich willkommen zu ELAN NRW. In diesem Video haben wir die Neuerungen des ELAN NRW Web Client für Sie zusammengefasst. Die Neuerungen betreffen vor allem den Dokumentenbaum, Änderungen in den Formularen, erweiterte Funktionen im GIS und das Mehrfacheinreichen. Damit die Betriebsdaten ordnungsgemäß geladen werden können, verwenden Sie bitte für die Anmeldung zum eigenen Betrieb und zum Antragsteller Postfach den Browser Google Chrome. Bei anderen Browsern kann es hier zu Fehlern kommen. Zur besseren Übersicht und Auffindbarkeit der gesuchten Formulare wurde der Dokumentenbaum umgestellt und übersichtlicher strukturiert. Nach dem Sammelantrag werden Ihnen die Ordner Erschwernisausgleich Pflanzenschutz und mehr Gefahrenversicherungen angezeigt. Hinweise zum Ausfüllen des Antrags auf Bewilligung von Zuwendungen für mehr Gefahrenversicherungen stellen wir Ihnen in einem eigenen Video mehr Gefahrenversicherungen vor. Anschließend folgen die Tierschutzmaßnahmen, der ökologische Landbau und der Vertragsnaturschutz. Die Agrarumweltmaßnahmen wurden in die Förderperioden 2023 bis 2027 und 2014 bis 2020 unterteilt. Die Grundanträge werden zu den jeweiligen Maßnahmen angezeigt und besitzen keinen separaten Ordner mehr. Zuletzt wird das Formular für den Viehbestand aufgeführt. In den Formularen Viehbestand, Auszahlungsantrag sowie Grundantrag bedrohte Haus- und Nutztierrassen und Antrag auf Sommerweidehaltung ist es nicht mehr erforderlich, HIT-Betriebsstättennummern anzugeben. Ihre Hauptbetriebsstättennummer wird in dem Formular Unternehmerdaten angezeigt. Ihre weiteren Betriebsstätten sind in dem Formular Weitere Betriebsstätten hinterlegt. Bitte überprüfen Sie die Angaben und nehmen erforderliche Änderungen in der HIT und in dem Formular Weitere Betriebsstätten vor. In dem Formular Nachweis aktiver Betriebsinhaber ist es erforderlich, dass Sie eine Unternehmernummer bzw. Unternehmensnummer angeben, wenn eine Mitgliedschaft in einer Unfallversicherung vorliegt. Des Weiteren wurden die Nachweismöglichkeiten erweitert. So können Sie angeben, dass Sie ganzjährig eine zusätzliche sozialversicherte Arbeitskraft in Ihrem Betrieb beschäftigen oder dass keine Änderung der Angaben zur Mitgliedschaft in der Unfallversicherung gegenüber dem Vorjahr vorliegt. Ab diesem Jahr können direkt in dem Formular der Anlage ÖR4 die erforderlichen Angaben zum Durchschnittsbestand an rauffutterfressenden Tieren vorgenommen werden. Sie müssen für die Beantragung nicht mehr das Formular Viehbestand ausfüllen. Auch in den Anträgen für die gekoppelte Einkommensstützungen gibt es Neuerungen. So kann jetzt in dem Formular Antrag auf Zahlung für Mutterschafe und Ziegen nach Identifikationsnummern und im Formular Antrag auf Zahlung für Mutterkühe nach Ohrmarken gesucht werden. Hier haben Sie nun auch die Möglichkeit, den Kalbungsnachweis als PDF-Dokument hochzuladen und mit einzureichen. Neu ist auch die Funktion, mit der Sie Daten für mehrere Zeilen gleichzeitig übernehmen können. Diese Funktion steht Ihnen auch im Formular Antrag auf Zahlung für Mutterschafe und Ziegen zur Verfügung. Mit einem Klick auf den Button Übernahme von Tieren des Vorjahrs können Sie nun die Tiere in Ihre Tieraufstellung übernehmen, die im letzten Jahr als förderfähig eingestuft wurden. In diesem Jahr können wieder Grundanträge für die Anlage mehrjähriger Brunnbrachen gestellt werden. Für die Grundanträge Anbau von mehrjährigen Wildpflanzen, Anlage mehrjähriger Buntbrachen, Anlage von Erosionsschutzstreifen und Anlage von Uferrandstreifen ist eine flächengebundene Beantragung notwendig. Wenn Sie diese Flächen bereits bewirtschaften, können Sie diese in Ihrem Flächenverzeichnis oder GIS mit der jeweiligen Bindung kennzeichnen. Diese Flächen werden automatisch in die obere Flächenaufstellung des Formulars übertragen. In den Formularen ist eine zweite Flächenaufstellung vorhanden,
in der Sie zusätzliche Flächen eintragen können, die bisher noch nicht Teil Ihres Flächenverzeichnisses sind. Hierzu klicken Sie unterhalb der Flächenaufstellung auf Zeile Hinzufügen und geben die erforderlichen Daten an. Im Flächenverzeichnis erhalten Sie in der Spalte 6 die Informationen, ob der Schlag in einem Feuchtgebiet oder Moor liegt. Trifft dies nicht zu, wird in der Spalte keine Angabe vorgedruckt. Sofern ein Schlag betroffen ist, sind bestimmte Auflagen einzuhalten. Neu ist das Formular Überprüfung im Rahmen des Flächenmonitorings, rote und gelbe Flächen. Hier werden Ihnen nach der Antragsphase die Ergebnisse der Überprüfung im Rahmen des Flächenmonitorings tabellarisch bereitgestellt. Bei der Beantragung der Beihilfeanträge ist die Verpflichtung zur Anlage von nicht produktiven Flächen und Landschaftselementen zu beachten. Über das Dokument Konditionalitätenrechner im Ordner Konditionalitätenrechner öffnet sich eine Übersicht, anhand derer Sie überprüfen können, ob Sie die Bedingungen der Konditionalitätenbrache erfüllen und den Mindestanteil von nicht produktiven Flächen und Landschaftselementen Klötz 8 einhalten. Außerdem wird Ihnen ausgegeben, ob Sie die Vorgaben des Fruchtwechsels auf Ackerland Klötz 7 erfüllen. Im GIS kann über die Legende die neue Kulisse Fruchtwechsel Dreijahresprüfung Klötz 7 eingeblendet werden. Diese Kulisse dient als Hilfestellung für die Erfüllung der Klötz 7 Vorgaben. Der Konditionalitätenrechner wertet die Angaben aus den Antragsformularen aus. Dabei können keine rechtsverbindlichen Aussagen darüber getroffen werden, ob Sie die Auflagen erfüllen. Der Rechner kann keine Gewährleistung geben, dass die gemachten Angaben richtig sind. Bitte beachten Sie auch die Fehlerhinweise zu Ihrem Antrag. Eine Aktualisierung des Konditionalitätenrechners erfolgt bei jedem Speichern oder manuell über den Button Daten aktualisieren. Die Neuerungen im GIS-Modus betreffen vor allem die Legende. Folgende Kulissen wurden umbenannt. Die Kulisse Zwischenfrucht ab Herbsteinsaat 2021, in Zwischenfrucht ab Herbsteinsaat 2023, die Kulisse Uferrand- und Erosionsschutzstreifen Auszahlungsantrag Vorjahr, in Uferrand- und Erosionsschutzstreifen Auszahlungsantrag Vorjahr Grundantrag aus 2019 und die Kulisse Rote Gebiete mit nitratbelastete Gebiete nach § 13a Düngeverordnung von Dezember 2022 in Rote Gebiete mit nitratbelastete Gebiete nach § 13a der Düngeverordnung von Januar 2024. Der Layer Natura 2000 in Klammern Ökoregelung 7 wurde in Natura 2000 umbenannt und der Layer Ökoregelung 7 in Klammern Natura 2000 ist neu hinzugekommen. In der neuen Kulisse Fruchtwechsel Dreijahresprüfung Klötz 7 werden diejenigen Flächen vorgeblendet, auf denen in diesem Jahr Fruchtwechsel erfolgen müssen. Die Tonkulisse zeigt nun mit unterschiedlichen Farben an, welchen Tongehalt die Böden aufweisen. Die Tongehalte der jeweiligen Farben sind in der Legende aufgeschlüsselt. Diese Kulisse dient als Information, welche Flächen als schwere Böden gelten. Für diese Flächen existieren verschiedene Ausnahmeregelungen im Rahmen der Konditionalität. Auch neu sind die Layer für den ersten Auszahlungsantrag von Uferrandstreifen, Erosionsschutzstreifen, Buntbrachen und Wildpflanzen. Für die dazugehörigen Maßnahmen erfolgt eine Lageprüfung auf die festgestellten Flächen des ersten Auszahlungsantrags. Sie werden durch Fehlermeldungen darauf hingewiesen, wenn hier Differenzen vorliegen. In der Legende können die entsprechenden Kulissen zur Hilfestellung eingeblendet werden. Die Funktion des Werkzeugs Ausgewählte Geometrie als beantragte Fläche übernehmen wurde erweitert. Zur Auswahl hinzugekommen sind die Kulissen Ökoregelung 7 in Klammer Natura 2000 und die neuen AOM-Kulissen. Zur besseren Bearbeitung können Sie auch an die Linie dieser Kulissen schnappen, wenn Sie Schläge einzeichnen. Auch die Funktion des Werkzeugs Geometrie abschneiden wurde um die Kulissen Ökoregelung 7 Natura 2000 und die neuen AOM-Kulissen erweitert.
bei der neuen Kulisse GIS-Fehler Antrag 2024 und der zugehörigen Informationsebene Fehlerpunkte GIS-Fehler Antrag 2024 handelt es sich um eine kombinierte Kulisse, in der unterschiedliche Fehler zusammengefasst werden. Sofern relevante Fehler im aktuellen Antrag 2024 vorliegen, werden Ihnen diese nach erfolgtem Einreichen des ELAN-Antrages im GIS-Modus angezeigt. Als Fehlerflächen werden unter anderem Über- und Unterschreitungen von Streifenbreiten, Mindestabstände und Lagefehler zu Gewässern angezeigt. Es ist möglich, dass mehrere Fehlerflächen übereinander liegen. Durch mehrmaliges Klicken in die betroffene Fläche werden die Meldungen nacheinander im Map-Tipp angezeigt. Bitte beachten Sie, dass Fehlermeldungen nur für eingereichte und von der Kreisstelle übernommene Flächen angezeigt werden. Neu ist die Spalte Änderungsgrund. In dieser Spalte müssen beim mehrfachen Einreichen der Flächendaten Angaben gemacht werden. Sie erscheint ab der Version 2. Wählen Sie hierzu eine Möglichkeit aus dem Auswahlfeld aus. Wenn seitens der Landwirtschaftskammer eine Datenaktualisierung durchgeführt wurde, wird diese Spalte automatisch mit Verwaltung gefüllt. Auch im Landschaftselementeverzeichnis wurde die Spalte Änderungsgrund integriert. Ihre eingereichten Dokumente werden Ihnen mit einem Klick auf den Button Historie angezeigt. Die Landwirtschaftskammer wünscht Ihnen viel Erfolg bei der Antragstellung. Schauen Sie sich auch unsere anderen ELAN-Schulungsvideos auf YouTube an oder besuchen Sie für weitere Informationen rund um ELAN auch die Internetseite der Landwirtschaftskammer unter www.landwirtschaftskammer.de.